Ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Die Hälfte reicht. Schön, dass du dabei bist. Wir dehnen uns heute ganz ausgiebig und werden in einer Position immer möglichst viele Bereiche mitbewegen und mit aufdehnen. Natürlich ist alles richtig, du kannst jederzeit Pausen einlegen und jede Position ist auch richtig. Versuche in die Position hineinzuschmelzen, also deinen Atem fließen lassen, Nase ein, Mund ausatmen und versuch dich ruhig auch ein bisschen zu entspannen. Und bevor wir uns jetzt dehnen, bewegen wir nochmal die Gelenke und machen unsere Muskeln warm, durchbluten uns, indem wir einfach mal die Schultern nach hinten kreisen, stell dich hüftbreit auf und Atem fließt. Aufrichten, Scheitelpunkt Richtung Decke ziehen, Ellbogen nach hinten, einfach schon ganz viel Gelenke jetzt einladen, sich auch mitzubewegen. Wir werden immer größer jetzt mit der Bewegung. Vielleicht hast du das Gefühl, du fährst hier mit einer Hand durchs Wasser und nimmst das Wasser mit nach oben. Dann nimm beide Arme nach oben und streck dich, zieh dich lang, räkel dich, Füße mitnehmen, Handgelenke. Alles ist richtig, also ruhig in Positionen dich hinbewegen, wo du vielleicht dich sonst nicht so einfach hinbewegen würdest. Dann komm zur Mitte und nimm ein Bein jetzt, kreuze hier hinten. Versuch gleich die Außenkante vom Fuß abzusetzen, dann erreichst du deine ganze Seitenlinie. Und denselben Arm, den nimmst du jetzt nach oben, stütz dich ruhig ein, zieh dich hier zur Seite. Merkst du, dass die ganze Seite aufgedehnt wird? Und wenn du willst, lass den Arm sogar noch abkippen und spür deinen Trizeps. Bleib in der Position, verharre, schmelze hinein, darf es auch größer werden, also den Fuß noch weiter kreuzen. Vielleicht möchtest du sogar mit der Hand den Ellbogen ein bisschen ziehen. Langsam zur Mitte kommen, sehr schön. Was sich immer lohnt, ist, kurz Seiten zu vergleichen. Ganz anders. Die andere Seite jetzt auch kreuzen, einstützen ruhig erst. Dich hier rüber ziehen, so deine Position finden. Dann gern den Arm abkippen lassen. Und wenn du willst, ziehst du den Oberarm auch mit zur Seite, Nase ein, Mund aus. Und dann kommst du ganz langsam wieder zur Mitte zurück. Löst auf, stellst deine Beine hüftschmal auf, streckst die Knie, stützt dich hier in den unteren Rücken und öffne dein Brustbein, schieb ruhig dein Becken nach vorne, spür die Dehnung im Bauch. Auch hier den Atem fließen lassen, Bauchmuskeln verkürzen, oft wenn wir viel sitzen, genieße das Aufdehnen. Nase ein, Mund ausatmen, Schultern zurückziehen. Und dann langsam wieder zurückkommen. Knie anbeugen und hinten an den Rand deiner Matte kommen. Roll dich tief. Nimm deine Hände auf den Boden und
Schieb mit den Händen den Boden nach vorne weg, mit den Füßen nach hinten. Gern deine Knie beugen, Brustbein Richtung Oberschenkel fallen lassen und die ganze Rückseite aufdehnen. Du kannst auch versuchen, deine Knie zu strecken. Mit jedem Ausatmen ein Stück weiter in Richtung Oberschenkel absinken. Hineinschmelzen. Und dann ganz langsam wieder zurückkommen, Knie beugen. Und jetzt nimmst du ein Bein nach vorne, richtest dich auf, stellst das Knie unter dein Hüftgelenk, vorderes Ferse unter dein Knie, kipp dein Becken, also den unteren Rand nach vorne, ich mache mal so ein bisschen seitlich, Po anspannen, unteren Rand nach vorne schieben, gut. Und jetzt dich aufrichten und ganz sanft nach vorne fallen lassen. Spür den Hüftbeuger, wenn links hinten ist, kommt der linke Arm nach oben und rechts hinten ist der rechte. Und jetzt ziehst du dich zusätzlich ein Stück zur Seite. Hüftbeuger spüren. Lass dich mit jedem Ausatmen ein Stück weiter sinken. Lass immer noch dein Becken gekippt. Also den unteren Rand nach vorne gekippt. Und langsam wieder zurückkommen zur Mitte. Sehr schön. Der Hüftbeuger, der verkürzt oft, wenn wir auch lange sitzen oder wenn wir Stress haben. Andere Seite genauso. Knie über der Ferse, Becken kippen im unteren Rand nach vorne. Schieb dich vor. Und wenn links hinten ist, linker Arm. Wenn rechts hinten ist, rechter Arm. Und lass dich zusätzlich noch ein Stück auf die Seite hier fallen. Wieder weiter atmen. Und ganz langsam wieder zurückkommen zur Mitte. Sehr gut. Nimm nochmal das andere Bein nach vorne jetzt und versuch dein hinteres Bein ganz lang zu strecken. Knie über der Ferse, Hände neben dem Fuß oder sogar auf deine Unterarme kommen, wie du möchtest. Wenn links vorne ist, öffnest du jetzt den linken Arm zur Decke. Brustbein aufmachen und dein Becken immer ein Stück weiter, ein Stück tiefer sinken lassen. Langsam wieder zurückkommen, dich hochdrücken, Bein wechseln, anderes Bein nach vorne, Knie über der Ferse, Becken schiebt nach vorne, entweder so und deine Hand aufdrehen oder sogar runter und dich dann im Brustkorb öffnen. Mit jedem Ausatmen schiebt die Ferse oder das Becken tiefer und hier dein Brustbein auch aufmachen.
Und dann ganz langsam wieder zurückkommen, dich hochstützen und auf eine Seite legen. Rechter Winkel, deine Beine, Kopf ablegen und dein oberes Bein entweder mit Handtuch fassen, also hier rumwickeln, oder dein Fußgelenk. Und jetzt lass deinen Oberschenkel parallel zum Boden, schieb so ein bisschen dein Knie vorne weg und drück den Fuß in deine Hand, Po ist fest. Nochmal Hüftbeuger spüren. Hier bleiben. Dann wieder dein Bein nach vorne setzen, übereinander. Hände, Finger kreuzen, Kopf legst du in die Hände rein und jetzt öffne den Ellbogen und schieb gleichzeitig dein oberes Knie nach vorne und versuch dich gemütlich so abzulegen, dass du deine Dehnung in der Brustwirbelsäule spürst, in der Brustmuskulatur. Was du auch machen kannst, ist den Arm öffnen, nach hinten. Und langsam wieder die Hand zurück, Ellbogen zurück, hochstützen, das Bein, das jetzt schwebt, vorne kreuzen, du kannst dein unteres Bein nach vorne ausstrecken, beide Sitzbeinhöcker auf den Boden, richte dich auf und versuch dein Bein zu umarmen und dich möglichst weit nach hinten zu drehen, Dehnung Gesäß, natürlich auch Bauchrücken, richte dich richtig auf. Und dreh dich so weit wie möglich. Ganz langsam wieder zurückkommen und dann deine Beine wieder in den rechten Winkel, aber jetzt auf der anderen Seite. Kopf ablegen, oberes Bein fassen, Knie zurück, das Knie etwas wegschieben von dir und den Fuß in die Hand schieben. Oberschenkel, Hüftbeuger wahrnehmen, Po anspannen. Langsam wieder auflösen, Finger kreuzen, Kopf in deine Hände, zurück, oberes Knie schiebt nach vorne und wenn du möchtest, kannst du auch den Arm wieder öffnen, Brustmuskeln dehnen, Knie nach vorne schieben, alles ist richtig, da sind wir oft verkürzt durch unsere Alltagshaltung. Ganz langsam wieder zurückkommen und dich aufrichten. Oberes Bein kreuzt, Brust raus, auf beiden Sitzbeinhöckern sitzen. Gerade umarmen und vielleicht das untere Bein nach vorne strecken
und nach hinten drehen. Auch hier wieder ausatmend ein Stück weiter ziehen. Und langsam wieder zurückkommen und Füße aufstellen, in die Rückenlage abrollen und dich ganz, ganz klein machen, deine Oberschenkel zu dir heranziehen, den unteren Rücken aufdehnen. Dann stell den rechten Fuß auf, streck dein linkes Bein aus, Arme zur Seite und jetzt drück den rechten Fuß in den Boden. Nimm dein Becken ein Stück auf die rechte Seite, heb das Knie an und lass es nach links rüber kippen. So, und jetzt entscheide selbst, wie weit du da kippst. Lass die Schultern auf dem Boden und das Knie so hoch, wie es für dich passt. Mit jedem Ausatmen einfach noch ein Stück tiefer sinken. Vorsichtig zur Mitte, Fuß aufstellen, Becken in die Mitte. Kurz vergleichen und dann die andere Seite natürlich aufstellen nach links und Kniekipp zur Seite, Kopf zur Gegenseite. Entscheide wieder selbst, wie hoch du das Knie nehmen möchtest. Gefühlt schieb das Steißbein noch weiter in Richtung Ferse. Und dann ganz langsam wieder zurückkommen, Fuß aufstellen, Becken in die Mitte, Bein ausstrecken und kurz vergleichen, wie fühlt sich's an. Und wenn du magst, dann streck und räkel dich jetzt in alle Richtungen. Wir haben jetzt alle wichtigen zu dehnenden Körperbereiche gedehnt, die oft verkürzen durch Alltagshaltung und Verhalten. Nacheinander Füße aufstellen, lass dich zur Seite kippen, drück dich über die Seite langsam eins weiter nach oben. Eine Übung noch im Sitzen, bevor wir aufstehen, Fußsohlen aneinander. Brustbein heben, dich nach vorne ziehen, Dehnung Innenseiten, Hüftgelenke und jetzt lass dich einfach sinken, egal wie weit, alles ist richtig. Mit jedem Ausatmen so ein Stück tiefer, ein Stück lockerer lassen. Auch den unteren Rücken wahrnehmen. Dann langsam wieder aufrichten, stütz dich zurück, kreuze ein Bein unter dem anderen, komm auf die Hände, auf die Füße,
Stütz dich auf die Oberschenkel ab. Mach den Rücken ganz rund, so richtig Katzenbuckel nach oben ziehen. Und dann nochmal ganz gerade, Blick nach vorne und ganz gerade richtest du dich auf. Lockerst dich aus, ziehst ganz bewusst jetzt deine Schultern nach unten. Lass deinen Kopf auf eine Seite kippen, Knie durchlässig. Und jetzt lässt du ganz langsam den Kopf nach vorne kreisen zur anderen Seite. Spüre die Dehnung im Nacken. Dein Tempo, bis du wieder zurückkommst, dich aufrichtest, lockerst. Gerne noch einmal dein Brustbein aufmachen. Gerne auch die Knie strecken. Dann lösen. Einatmen, Länge. Ausatmen, lösen. Einatmen, Länge. Nochmal aus. Letztes Mal ein. Streck dich. Öffne deine Arme. Und entspanne dich. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt wohl und du fühlst dich aufgerichtet, gestreckt. Wenn ja, ich freue mich natürlich über ein Gefällt mir oder einen netten Kommentar von dir. Gerne meinen Kanal abonnieren, das ist kostenfrei. Und natürlich auch gerne meinen Kanal unterstützen, mich unterstützen, wertschätzen sozusagen. Den Link findest du in den Beschreibungen unter meinem Video oder in den Kommentaren, da steht deine Unterstützung, klick drauf und dann wählst du einfach aus, mit wie viel im Monat, 2,50, 5 Euro, 10, 20, was es dir wert ist. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Und klar, ich freue mich auch, wenn du jemanden einlädst, sich mit uns zu bewegen oder wenn du ganz einfach so beim nächsten Workout wieder dabei bist. Bis dann!